endlich die Aufnahmen aus unserem Archiv. Unser erster Besuch in Dubrovnik, die Perle der Adria, wie die Stadt hier auch gerne genannt wird, oder ehemals Regusa, war schon immer ein Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte. Ich will jetzt nicht so viel auf geschichtliche Ereignisse eingehen, aber auch ja, mega sehenswert ist halt eben die Stadtmauer, über 2 Kilometer lang. Die haben noch viele authentische Kanonen dort rumstehen und natürlich, wie man auch hier sieht, ein Café, ich glaube 2 Cafés waren das, wo man sich hinsetzen kann, die Aussicht genießen kann, ein lecker Käffchen, ein Kaltgetränk, das, was euch am besten schmeckt. Aber wie gesagt, über 2 Kilometer kannst du dich hier verlustieren. Für Leute, die ein bisschen ein Problem haben mit der Höhenangst haben, ist es nicht unbedingt das Beste. Der Auf- und der Abstieg, wenn man da runter schaut, kann einem schon ganz schön übel werden. Aber sobald du auf der Mauer drauf bist, hast du eine mega Aussicht. Dieses satte Blau, die schöne blaue Adria Jadransko More, das brauchen wir, die schöne Sonne und natürlich halt eben, wie man auch hier sieht, die schöne alte Architektur, alte Mauern, ja, die viele Angreifer abgewehrt hat, ja, die nie wirklich durchbrochen wurde. Teilweise sind da Wände, die über 6 Meter dick sind, die kriegst du dann so einfach nicht geknackt. Und da haben sich einige Angreifer in der Vergangenheit die Zähne richtig dran ausgebissen. Und die Altstadt natürlich in Dubrovnik seit 1979, glaube ich, habe ich so noch im Hinterkopf, seit 1979 hier auch quasi UNESCO-Weltkulturerbe. Und das hat es halt auch wirklich verdient. Ne? Schöne alten Mauern hier, das Pflastergestein und. Ich denke mal, da kann man die Seele bauen. Was ihr hier seht, auch eine authentische alte Kanone, ja, die aufs Meer gezielt hat oder aufs Meer zielt, wo die Angreifer auch herkommen. Zahlreich hier auch überall zu sehen, eine schöne Flagge. Und auch hier ein kleiner Spot, bekannt aus Game of Thrones. Eine Szene, wo da Jon Snow sich verabschiedet hat oder irgendwie so war die Szene auf jeden Fall. Dafür ist halt Dubrovnik auch bekannt, ein Drehort für das ganze Game of Thrones Thema gewesen zu sein. Dafür auch nach wie vor bekannt und beliebt und auch viele touristische Ziele hier darauf abgestimmt, das Beste zu zeigen, was man aus den Szenen kennt. Auch hier wunderbar, wenn ich die Aufnahmen hier wieder sehe. Das macht richtig Lust. Und wir hatten auch die Möglichkeit an diesem Tag mit dem Schiff, haben wir uns kurzfristig chartern können, natürlich mit anderen Personen, auf die Insel Lokrum, was auch wiederum ein Drehort für Game of Thrones war. Hat auch nicht allzu lange gedauert. Ich glaube, die Überfahrt 15 Minuten, 20 Minuten. Vielleicht war es auch weniger, nagel mich da nicht fest, aber ganz, ganz toll die Insel, auch mit der Flora und Fauna, für jeden zu empfehlen. Und so teuer war das auch das Ganze nicht, auch wenn Dubrovnik eher ein teureres Pflaster ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, bis demnächst.